Wir waren heute in der Stadt und haben die ganzen Sachen gekauft, die wir spenden wollen. Sprich Kleider, Essen, Hygienesachen etc. Seht ihr alles im Video. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ansonsten ja, es geht direkt los. Das ist das Video, wie wir die Sachen besorgt haben. Wir werden die Sachen nächstes Wochenende verteilen gehen und das Video dazu kommt dann auch nächste Woche. So, wir sind jetzt in der City. Erster Halt, Primark. Warum? Da gibt es die wichtigsten Dinge. Qualität ist ganz okay. Ja, that's basically it. Dann sehen wir uns gleich wieder. Die Jungs sind motiviert. Das Wetter ist bodenlos, aber ihr habt es gehört im letzten Video, wenn es für uns schon scheiße ist, dann stellt euch vor, wie es für Leute ist, die halt auf der Straße leben. So. Here we go. So, wir sind jetzt hier. Wir fahren gerade hoch zu der Abteilung, wo die Sachen wahrscheinlich für uns sein werden. Hier draußen regnet es so apokalyptisch, es ist geisteskrank, ja. No joke. Gut, ja. Schauen wir mal, was wir jetzt so bekommen, ja. Bekommen, nicht bekommen. So Rollkragen ist eigentlich perfekt, ne? Was sagt ihr? Ja, man sieht so durch irgendwie. Hier ist auch so Dings. Was ist das für ein Scheiß, Digga? Was denn? Das ist vielleicht eher ein Sticker. Der hier? Ja, vielleicht eher. Okay, wir hatten den mal im Kopf. Ja. Überleg mal. Aber hier vielleicht. Ja. Das hier ist auch gut. Was machen? Ich wollte dann. Nein. Das ist gut. Sagt ihr, entscheidet ihr. Ich möchte nicht mitmachen. Wenn wir sowas holen, dann sieht es ja auch schon so bunter, aber es ist was anderes, also anderer Stoff oder sowas. Also ich würde zu sowas tendieren mit Rollkragen. Ja, das ist halt ja. Wo das? Wo waren die? Na klar. Okay. Let's go! Die ist cool. Die Mitarbeiter Elfi, Rima, Adriane, bitte zu den Kassen im Zeichenstock. Welche Größe holen wir? Alles in XL oder alles in L? Oder? XL war, glaube ich, zu groß. Das L nicht. Alles in L? Ja. XL. Ja, hier ist L. Hast du L? Ja. Ah, L. Was ist das hier? XL. XL. Junge, Junge. Hier, auch L. S. Das ist L. Einer fehlt noch, oder? Hier waren wir vier. Vier fehlt. Einer fehlt noch. Hier sind noch. M. Komm, Digga, einer in L noch brauchen wir. S. Ja. Auch S, Digga. Ein XL. Komm. Du Pasan Sydney. Der Junge trägt gar nichts, Alter. Und ist der Jüngste. Okay, Handschuhe. Oder denkt ihr, Handschuhe ist unnötig? Also nicht unnötig, aber so, weil die werden ja nass und so und dann ist mehr Fluch als Segen. Ding. Also ich glaube, Handschuhe ist gut für Kälte, aber wenn halt nass,
Wenn es gemacht wird, ist es halt eklig. Ich sagst du vor, kein Handschuh? Ja, dann nein. Das ist halt schwierig, weil wenn es halt echt nass wird, so. Egal, dann das. Was sagt ihr? Wo mit der Liste? Also da steht Handschuhe und lange Unterhose steht drauf, aber ich überlege halt gerade echt. Schal haben wir. Hä? Was steht noch auf der Liste, Sydney? Decke. Ja, Decke macht aber keinen Sinn. Was noch? Okay, dann war's das. Ja, aber es gibt nichts. Ich habe letztes Mal alle Jacken durchgeguckt. So eine Jacke, die was bringt, 40 Euro. So, ist zwar billig so, aber wir sind halt alle arme Schlucker, Digga. Wir sind halt leider einfach arme Schlucker. So. Wenn wir Geld hätten, das Herz, aber so macht keinen Sinn. Okay, Leute, dann haben wir unseren Einkauf hier. So gut wie fertig. Dann kaufen wir jetzt noch gleich die Lebensmittel. Vielleicht fällt uns noch was ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir machen uns jetzt auf den Weg zur Kasse. Allerdings ist es hier so dumm voll, dass wir keine Ahnung haben. Oh Gott. Nein, Digga, geh doch bitte weg. Jawohl. Hä? Zweites Obergeschoss A. Digga, tut doch mal. Tür öffnet. Junge, weil irgendwer hier drückt, Junge. Jetzt sind wir wieder hier. Ohne Sinn, Digga. Jonas, bitte zu den Kassen im Erdgeschoss, danke. Hey, einer zur Kasse ins Erdgeschoss. Junge, 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 Junge. Also wir stehen jetzt hier so und die Kasse ist dort. So, der erste Einkauf ist getätigt. Was? Dein Arm fällt ab? Ja. Auf jeden Fall. Gleich geht's weiter. Wir verstauen es jetzt. Und dann geht's weiter. Bist du bereit, das Video zu schneiden? Nee. Merkst du selbst groß, hä? Auf einmal will er doch kein Cutter mehr sein. Zum Beispiel, welches Obst ist halt bei dir? Banane und so. Banane? Ja. Dann hol mal bitte Banane. Okay. Guck, der Freund wird kommen mit zwei Bananen. Heißt das für fünf Leute? Ja, lass mal wieder denken, Digga. Du kannst aus dem einen vier gehen, den anderen sechs gehen. Achso, du willst fünf? Natürlich für fünf Leute, Digga. Der will noch eine Banane weggeben. Der will selbst Banane essen. Nee, also ich hab gedacht, wenn ich rede von uns bei fünf. Was kann man noch holen? Bio, El Salami. Junge, was ist das? Digga, komm mal. Das ist doch upcoming Dings, Digga, Model. Natürlich. Sag mal, wenn du gute Chili mixst. Chili mixst. Der müsste doch. Wollen wir Gemüse holen? Dann. Nee, scheiß drauf. Nüsse? Nüsse?
wenn wir so andere müssen. Was sind das? Die müssen ja noch aufknacken. Oha, Digga. Käse? Ist gerade da. Welchen? Ja, also ein Stück Käse oder was? Hier, Gouda schmeckt immer gut. Ja. So. Gouda. Weißt du was? Nur vier. Ich dachte gerade, was geht denn jetzt ab, Digga? Sollen wir noch was süß holen? Fellas? I don't know. Was Reiswaffel? Hol! Gucken nach so und Mundspülung und sowas. Gibt's ja auch hier. Ja, aber Brot, halt die Brötchen so. Normales Scheibenbrot natürlich. Hier so Toastbrot. Hey. Hier Mundspülung. Hey, ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, so viel gekauft. Noch eins brauche ich. Ja. Bitte schön. Bisschen voll. So, die Einkäufe sind eingetütet. Digga, sind fertig. Also Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns. Stay blessed. Peace out. Keiner hat geahnt, dass die Wave kommt.